Jack Krauser unterstützt Leon Kennedy? Komisch. Hat da jemand Resident Evil 4 nicht mitgekriegt? Falsch. Dieses Spiel hier spielt vor Resident Evil 4 und erklärt unter anderem die Vorgeschichte dieser beiden Personen. Und damit herzlich willkommen zum Video-Review von Resident Evil The Dark Side Chronicles. In diesem On-Rails-Shooter haben Krauser und Kennedy gemeinsam die Aufgabe, mysteriöses Verschwinden von mehreren Mädchen in einem südamerikanischen Dorf zu erklären. Aber das ist natürlich nicht alles, was sich dahinter verbirgt. Die beiden betreten das Dorf und es ist zunächst sehr ruhig. Doch wer Resident Evil kennt, weiß, dass das nicht lange so bleibt. Was ist passiert hier? Krauser, wait! Ja? Yeah? What? Something's not right with this guy. Huch, so eine Überraschung. Die beiden werden angegriffen. Doch bei diesem einen Gegner bleibt es natürlich nicht. Didn't see that coming. So this is what Umbrella's virus can do, huh? Yeah. There was something different about this one. Und so schießen die beiden sich gemeinsam durch das erste von 21 Kapiteln, die das Spiel bietet, und treffen dabei natürlich nicht nur auf komisch mutierte Menschen, sondern auch auf allerhand anderes ekliges Gezeugs. Ein bis zwei Spieler können sich jeweils eine eigene Remote und ein Nunchuck schnappen und loslegen. Das ganze Spiel ist während der gesamten Zeit entweder alleine oder zu zweit spielbar, wobei auch jederzeit ein weiterer Spieler ein- oder wieder aussteigen kann. Im Vergleich zum Vorgänger fällt relativ direkt auf, dass man nun viel mehr an der Umgebung vernichten kann. Das heißt, es liegen jede Menge Töpfe, Pflanzen und andere Dinge herum, die sich zerschießen lassen. Viele davon beinhalten dann auch irgendwelche geheimen Extras, die man finden kann. Da man mehr Gegenstände zerschießen kann, sind natürlich auch viel mehr Extras versteckt als zuvor. So kann man in manchen Leveln bis zu 15 Teile finden, die die Hintergrundgeschichte von diesem und von den beiden anderen Spielen umfassen, die im Spiel eingebaut sind. Also Resident Evil 2 und Resident Evil Code Veronica. Doch natürlich geht es nicht nur um Extras und Zombies, sondern auch um fette Endgegner. Die kommen auch in The Dark Side Chronicles nicht zu kurz. Hat man den Endgegner am Ende eines Levels besiegt, kommt man zur Bewertung. Hier erfährt man, wie gut man eigentlich abgeschnitten hat. Die Endbewertung setzt sich aus den Ergebnissen in vier Kategorien zusammen. Die Punkte, die man im Level sammelt, indem man Zombies und andere Gegner tötet, die Durchspielzeit, die Anzahl getöteter Gegner und die Kopfschüsse. Diese vier ergeben dann die Gesamtbewertung. Außerdem bekommt man Bonus, wenn man nicht stirbt oder wenn man keinen Schaden genommen hat. Gesammeltes Geld wird auch gleich dazu gerechnet. Die Aktenobjekte zählen diesmal nicht mehr zur Endbewertung. Mit dem gefundenen Geld kann man seine Waffen, die man bereits erhalten hat, in fünf verschiedenen Kategorien upgraden. Außerdem findet man im Archiv die gefundenen Aktenobjekte unterteilt in sieben verschiedene Kategorien. Dort kann man sich viele spannende Hintergründe zur gesamten Serie ansehen. Aber kommen wir zum weiteren wesentlichen Bestandteil des Spiels. Nachdem man das erste Kapitel abgeschlossen hat, stellen sich nämlich gleich schon jede Menge Fragen. Leon Kennedy nimmt sich vor, Krauser das alles zu erklären und beginnt bei den Zwischenfällen in Raccoon City vor ein paar Jahren, wo er seinen einzigen Tag als Polizist gedient hat und Claire Redfield kennengelernt hat. Und so erlebt man gemeinsam mit den beiden die Geschichte des zweiten Teils der Resident Evil Serie erneut. Dabei bekommt man sowohl bekannte Bereiche als auch neue Bereiche geboten. Es ist also auch etwas dabei für die Leute, die Resident Evil 2 bis zum Umfallen gespielt haben. Schön ist in jedem Fall, dass wir es jetzt erstmals in 1A-Grafik geboten haben. Alright, if we can get through here, the police station is close. Auch wenn jetzt alles aus der Ego-Perspektive gezeigt wird, sind Schockmomente immer noch mit dabei. Allerdings nicht mehr in dem Umfang wie sonst. Ja, da hat Leon absolut recht. Am besten, man tötet die Zombies mit einem simplen Kopfschuss.
vorzugsweise mit der Pistole, denn von dieser hat man unendlich Munition, während die anderen Waffen irgendwann neues Futter brauchen, was man hier und da in den Leveln findet. Exzellent gelungen sind auch die dunklen Level, wo man mit dem Fadenkreuz nicht nur die Waffe steuert, sondern auch die Taschenlampe. Schockmomente sind hier natürlich am ehesten vorprogrammiert. Eine weitere Neuerung im Genre bietet das Spiel im Bereich der Waffen. Diese kann man nämlich jederzeit während der Levels einfach wechseln. Ist also eine leer, nimmt man einfach eine andere. Auf diesem Statusbildschirm kann man auch jederzeit ein Kraut für einen der beiden Charaktere einsetzen und sie so heilen. Wieder dabei ist natürlich auch das Messer. Bei gedrückt gehaltener Z-Taste schwingt man einfach das Nunchuck und vernichtet so Gegner, die einem sehr nahe gekommen sind. Schnetzel pur. Sobald man die Geschehnisse von Resident Evil 2 komplett nachgespielt hat, gibt es erst eine weitere neue Südamerika-Mission, die die Geschehnisse außerhalb der alten Titel ein bisschen vorantreibt. Und danach geht es dann weiter mit Resident Evil Code Veronica. Claire ist noch immer auf der Suche nach ihrem Bruder Chris. Auf dieser Suche trifft sie auf den Gefangenen Steve Burnside. Und gemeinsam mit ihm erlebt sie ein weiteres Abenteuer. Aber auch hier will ich euch nicht zu viel von der Geschichte zeigen und erzählen. Man bekommt nämlich wieder einige Bereiche zu sehen, die man bisher nicht gesehen hat. Insofern ist auch für Veteranen der Reihe etwas dabei. Man spielt sich also durch das gesamte Abenteuer Code Veronica und bekommt danach noch ein paar Südamerika-Missionen geboten. Denn die sollen natürlich auch erklären, was mit Krauser eigentlich passiert ist. Wie wir alle wissen, trifft er in Resident Evil 4 als Gegner auf Leon S. Kennedy. Es werden also jede Menge Hintergründe erklärt, die man so bisher nicht kannte. Insofern ist das Spiel vor allem für diejenigen von Interesse, die Resident Evil bereits bis zum Umfallen gespielt haben. Man bekommt nämlich allerhand Informationen geboten. Und natürlich eine ganze Menge Spielspaß. Auch wenn ein On-Rail-Shooter nicht gerade das ist, was sich Resident Evil-Fans wünschen, würde ich jetzt einfach mal so vermuten, macht es einfach unglaublich viel Spaß, es sieht toll aus und es ist spannend erzählt. Durch die bessere Grafik, den orchestralen Soundtrack, den etwa gleich gebliebenen Umfang und allerhand mehr Extras hebt sich The Dark Side Chronicles ein wenig von The Umbrella Chronicles ab. Kritisieren kann man eigentlich nur, dass es kein typisches Resident Evil Spiel ist und dass die Kamera für meine Begriffe hier und da ein wenig zu viel wackelt. Störend ist das vor allen Dingen, weil man es nicht abschalten kann, was in anderen On-Rail-Shootern mittlerweile Standard ist. Obwohl man in etwa 6 bis 8 Stunden durch The Dark Side Chronicles durch sein dürfte, hat man danach die Möglichkeit, noch jede Menge mehr Zeit damit zu verbringen. Wie gesagt, es gibt jede Menge Extras zu finden und das alles beim ersten Durchlauf zu schaffen, ist absolut unmöglich. Insofern kann man sich durchaus auch 20, 30 oder mehr Stunden mit The Dark Side Chronicles befassen. Und das ist für das Geld eine ganze Menge. Auch für das Genre. Und weil es zu zweit ein bisschen mehr Spaß macht als alleine, bekommt es von mir im Multiplayer 87% und im Singleplayer 84%. Gekauft werden kann Resident Evil The Dark Side Chronicles ab sofort von jedem volljährigen Spieler. Auch in Deutschland ist das Spiel zum Glück ungeschnitten erhältlich. Nun wünsche ich euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!